Ja, ich bin eigentlich sprachlos, was der WDR mit mir für ein Spiel treibt. Ja, erstens, dieses Bild hier alleine wird mich am 17.04. ganz klar freisprechen von der Behauptung der Gegenseite. Und das und das hier wird beweisen, dass dieses Stück aber nicht nur von der Idee, sondern auch noch von der ganzen Darstellung der Bühne komplett gestohlen wurde. Ein Künstler, Leute, erkennt seine Kunst und ich kann es beweisen. Und dann ist hier die Frau, die liebe Frau Heike Zafer. Was hatte ich schon für ihre Streitgespräche bzw. E-Mails mit ihr? Erst wollte sie mit mir ein Interview machen, weil sie fixiert war auf Missbrauchsopfer der evangelischen Kirche. Liebe Frau Zafer, ich bin nicht allein irgendwie nur, ich definiere mich nicht durch Missbrauch wie Herr da oben, Herr Martin Schmitz, der bei uns mitgemacht hat, den ich Idiot habe, den auch noch eingeladen habe, für sein Buch Werbung gemacht. Und dann hat er irgendwie die Kohlemaschine entdeckt, hat die hinten aus dem Auto raus und zieht die hinter sich her seitdem, klaut. Und dieser Mann hat wirklich. Sie reden in Ihrer Dokumentation hier, die kurze, können wir kurz abspielen, das ist ja auch hier so ein Witz. Die Leute sollen wissen, was Täter den Kindern antun, was sexuelle Gewalt bedeutet. Sagen Sie mir, Herr Schmitz, meinen Sie, die Leute sind doof? Meinen Sie, können sich nicht denken, was die Täter mit den Kindern tun? Fangen Sie jetzt auch noch an, wie dieser irre Detlef Zander, der hier mit Ölkännchen und Tools und alles daherkommt. Ich schäme mich so für diese üble, üble Szene dieser sogenannten Missbrauchsopfer. Also Matthias Katsch hat mir jetzt den Rest gegeben und der soll hier auch noch antanzen. Das werde ich zu verhindern wissen, aber wie? Und zwar mit einem Sieg im Gericht, dann ist das Stück obsolet, dann wird es verboten und dann braucht am 18. auch dieser Katsch nicht ankommen und noch mehr mit dem Klingelbeutel rumlaufen wie in der Kirche. So, da können Sie sich das mal kurz anhören. Am Moment. Theater in Ja, Münster ist genau. heute Ich mach's Abend mal Premiere lauter. für ein besonderes Stück. In Besonderes Stück. Kinderhäuser geht es um den Missbrauchskomplex Münster und weitere Fälle sexueller Gewalt. Das Besondere, auf der Bühne stehen nicht nur Schauspieler, sondern auch Betroffene. Genau, Heike das Zaffer war berichtet. auch meine Martin Art. Schmitz aus Rehde ist als Messdiener vergewaltigt worden und Ja. Melanie Hach im Kinderheim in Handorf. Und was die beiden erlebt haben und auch was im Kinderhaus einem kleinen Jungen passiert ist, das zeigt dieses Stück in einer ganz besonderen, jedenfalls sehr unter die Haut gehenden Form. Und weil damit gerechnet wird, dass das Stück möglicherweise Erinnerungen auslösen kann, sind bei jeder Veranstaltung Mitarbeiter des Vereins Zartbitter dabei, der Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Das ist wirklich ein Witz auf vier Rädern. Dass da ein Missbrauchsopfer gequält wird, eben durch dieses Stück, weil jeder weiß, dass ich das geschrieben habe und dass ich das angeboten habe, dieser Häuptlingstante Kostolmein, ja, das interessiert Zartbitter nicht. Zartbitter, die wirklich die Missbrauchsopfer komplett alleine stehen lassen haben, also zumindest mich. Und Frau Karin Brez, wenn Sie noch nicht mal Deutsch können, Sie sind ja Amerikanerin, aber Sie sprechen perfekt Deutsch. Tun Sie doch bitte uns allen mal einen Gefallen, wir wüssten gerne, wie alt Sie sind. Können Sie nicht mal Ihr Geburtsdatum in Ihre selbstfixierte Wikipedia-Seite eintragen? Es wird einfach zu wenig für den Schutz unserer Kinder getan. Dabei sind Sie doch unsere Schutzbefohlenen. Also, das haben Sie sich auch von mir geklaut. Darum will ich das Thema sichtbar und hörbar machen und setze ich den Scheinwerfer darauf. Was ist das denn für ein Deutsch? Frau Karen Brace, ich hoffe, dass Sie zu der Verhandlung kommen, weil ich hätte ganz gerne von Ihnen erfahren, wie kommen Sie denn überhaupt auf die Idee von Prostitution zu Kindesmissbrauch? Ist das so ganz normal? Passt das dazu? Oder werden alle, die missbraucht werden, mal zu Prostituierten? Oder warum haben Sie denn das Stück nicht MKZ Dachau inszeniert? Das wäre doch vielleicht ein richtiger toller Twist gewesen. Damit haben Sie doch auch erstmal überhaupt Aufmerksamkeit bekommen, dass sie an solchen Orten eben da inszeniert haben, weil als Schauspielerin hat das ja nicht so richtig geklappt, nehme ich an, gell? Bei vier, fünf Röllchen im Fernsehen und dann irgendwelche so Wasserträgerrollen. Also, wie gesagt, ich bin sehr, sehr siegessicher, weil die Richter sind nicht so verarmt und verblödet und sehen nicht, was
hier abgeht, dass sie einen in beiden Kirchen missbrauchten quälen. Und Frau Heike Zaffer gibt dann noch ihren Segen dazu mit dem allmächtigen WDR, den ich die ganze Zeit unterstützt habe, für den ich so viel gedreht habe als Schauspieler. Es ist echt Wahnsinn. Das ist sowas von over the top. Das ist, ja, naja gut. Ich setze meine Hoffnung auf die Verhandlungen und dann können wir ja weitersehen, okay?